Ein Rohr mit 4 Quadratmillimeter Querschnittsfläche enthält Quecksilber mit 76 cm Höhe. Berechne den durch das Quecksilber auf die Rohrbasis ausgeübte Druck, wenn die Dichte von Quecksilber 13,6 kg pro Kubikdezimeter beträgt. Das chemische Symbol für Quecksilber ist Hg. Hier die Angaben. Diese Querschnittsfläche hat einen Inhalt von 4 Quadratmillimeter, das heißt von so viel Quadratmeter. Die Höhe H beträgt 76 cm, also 0,76 Meter. Und die Dichte vom Quecksilber beträgt 13,6 Kilogramm pro Kubikdezimeter, das heißt 13.600 Kilogramm pro Kubikmeter. Gefragt wird der hydrostatische Druck, den man sehr häufig in Bar ausdrückt. Um den zu berechnen, nutzen wir diese Formel, in der wir als Gewichtsfaktor klein g 9,81 Newton pro Kilogramm nehmen. So finden wir also als Druck dieses Produkt, das heißt 101.396,16 Pascal. Und da 1 Bar 100.000 Pascal sind, ist dieser Druck ungefähr 1 Bar. Die Endantwort auf die gestellte Aufgabe lautet also, der hydrostatische Druck beträgt ungefähr 1 Bar.